Sie kommen plötzlich und schlagen voll ein und manchmal sogar auch wieder aus. Ein seltenes Spektakel wie hier auf dem Berliner Fernsehturm, der mit seinen 368 Metern der höchste Punkt der Hauptstadt ist. Aber nicht nur nachts. Auch tagsüber sind Blitze lebensgefährlich, wie vor kurzem in Baden-Württemberg in der Nähe von Esslingen. Mehrere Menschen haben unter einem Baum gefeiert, als auf einmal der Blitz einschlug. Dann fing es plötzlich an zu regnen und mein Sohn sagte noch, lass uns lieber reingehen in diesen Schuppen da. Und urplötzlich, also aus heiterem Himmel, Viertelstunde später schlug dann dieser Blitz ein. Wir sind alle so geschockt. Ein 35-jähriger Mann und eine 43-jährige Mutter starben an ihren schweren Verletzungen. Auch der 11-jährige Sohn der Frau schwebte zunächst tagelang in Lebensgefahr. Bäume sind entgegen der landläufigen Meinung trotzdem leitfähig, obwohl Holz prinzipiell erstmal nicht als Leiter angesehen wird. Aber durch das Wasser, was in den Bäumen gespeichert ist, stellen sie also für den Blitz einen attraktiven Ableitpfad zur Erde dar. Deswegen sind Menschen, die sich in unmittelbarer Nähe der Bäume befinden, besonders gefährdet. Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, sich vor den gefährlichen Naturereignissen zu schützen. Wenn das Gewitter noch weit genug weg ist, dann hat man die Möglichkeit, vielleicht ein Gebäude oder ein Auto aufzusuchen, in dem man relativ gut geschützt ist. Besteht die Möglichkeit nicht, weil ich mich auf einem Feld oder auf einer Wiese befinde, dann sollte ich entweder in eine Mulde aufsuchen, mich möglichst klein machen, in die Hocke gehen und auch die Füße zusammenbringen, damit die gefährliche Schrittspannung nicht auftritt. Denn je näher die Füße zusammenstehen, desto geringer ist die elektrische Spannung, die von der Erde durch den Körper fließt. Doch immer wieder gibt es Tote und Verletzte. Besonders gefährdet sind Menschen auf Feldern und Sportplätzen. Sie sind dem Stromschlag von oben schutzlos ausgeliefert. Ein russischer Fußballspieler hatte Glück. Obwohl vom Blitz getroffen, kam er mit leichten Verbrennungen und mit dem Schrecken davon. Auch Markus Dolina aus Österreich hat überlebt, als er in der Nähe von Klagenfurt im Wald bei Nieselregen spazieren war und ihn plötzlich der Blitz traf, genau in dem Moment, als er einen Holzzaun anfasste. Dann hat es mich da ungefähr bis Mitte weg her geschmissen. Mein Lebensgefährtin ist ein bisschen weiter weggestanden, Gott sei Dank. Und ihnen ist nichts passiert. Und mir bis auf ein paar Schrammen, rechte Körperhälften, die noch ein bisschen wehtut und angeschlagen, auch nicht viel, Gott sei Dank, also leichte Verletzungen. Der 33-Jährige hatte Glück im Unglück. Der Blitz traf zuerst den Holzflock, ein Material, das Strom nur schwer leitet. Das dürfte dem Landwirt das Leben gerettet haben, denn dann tritt der sogenannte Überschlagseffekt ein. Dabei schlägt der Blitz in ein Objekt ein, das nicht aus Metall ist, wie etwa ein Baum. Steht eine Laterne daneben, kann der Blitz auf sie überspringen, weil Metall besser leitet. Auch Menschen sind gute Stromleiter, denn sie bestehen zum Großteil aus Wasser. Im Durchschnitt sterben 4 Personen pro Jahr bei Blitzunfällen. Circa 110 werden verletzt, aber unzählige mehr vom Blitz getroffen. Vor allem in den Sommermonaten ist die Gefahr am größten. Dann ist Blitzhochsaison. Im Sommer treten besonders viele Gewitter auf, weil zwei Phänomene zusammentreffen. Das eine ist die hohe Temperatur, die Hitze und die feuchte Luft. Dies führt zu einer verstärkten Gewittertätigkeit. Und so ist es zum Beispiel der Fall, dass wir in Deutschland an einem besonders gewitterträchtigen Tag bis zu 100.000 Blitzeinschläge registrieren. Dann heißt es jetzt also, Achtung und sich sicher unterstellen. Denn von Hitze und Regen soll es in den nächsten Tagen mehr als genug geben.